Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, mein Körper ist mein Kapital. Und ich möchte mit euch allen reden oder mit vielen von euch, die ihr Geld mit ihrem Körper verdienen. Wie auch immer. Also es können sein unter anderem vielleicht Sportler, es könnten sein Models, es könnten sein Prostituierte, es könnten sein Schauspieler, es könnten sein Sänger. Egal was, ich weiß jetzt gar nicht, welche Beispiele ich da noch aufzählen soll. Ihr wisst es am besten, wenn ihr euer Geld durch oder mit eurem Körper verdient. Mein Körper ist mein Kapital. Wer von euch sagt das und wer von euch will das gerne mir erzählen? Wenn ihr mir das erzählen wollt, das ist hier die Nummer, die heiße Nummer hier in meinem Studio, 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Jens, 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Jens, geh mal ein bisschen näher ans Telefon. Ja. Ich will dich richtig nahe hören. Hörst du mich jetzt besser? Aber wie? Gut. So, das ja. Sagst, du sagst das auch. Genau, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir unter die Prostitution fällt oder nicht. Auf jeden Fall geht es bei mir darum, ich habe eine feste Beziehung, habe auch ein Kind, das ist 5 Monate alt und also ich und meine Freundin, wir sind jetzt 2 Jahre ungefähr zusammen. Ich weiß es nicht, also ich denke mir eher mal, das ist ein Kick von mir. Ich habe, also, beziehungsweise ich kenne ziemlich viele Schwule, ja, und so damals vor 6 Monaten hat mich mal ein Freund eingeladen mit, also ich komme aus der Nähe von Frankfurt, ja, mal nach Frankfurt zu fahren in so Saunen, also da gibt's so Saunen. In homosexuelle Saunen? Ja. Wo nur Männer reingehen? Genau. Nur schwule Männer? Ja, und dann habe ich mir gesagt, naja gut, dann machst du es mal mit. Und ja, dann bin ich mitgefahren und irgendwie hat sich dann ergeben, dass ich mich da voll hingegeben habe. Irgendwie, also ich habe auch jemanden kennengelernt, der hat mir auch gut gefallen. Also soweit ich informiert bin, ja. Kommt es da immer gerne zu Sauereien, ne? In diesen Saunen. Ja, also da sprich zu sexuellen Kontakten. Genau, da gibt es ja auch spezielle Räume sogar dafür. Also falls es gleich da zur Sache kommen sollte, beziehungsweise oder nicht. Also da gibt es auch Bars, wo man sich kennenlernt und dann vielleicht auch mit demjenigen dann wegfährt. Also in eine schwule Sauna geht man nicht nur, um sich zu saunen, sondern das gehört auch dazu. Jawohl. Genau. Aber meistens kracht es dann in den Balken. Genau, ne? So wie ich das dann halt da mitgekriegt habe immer. So, und dann ist es passiert. Ich hatte auch voll die Panik am Anfang vor, nur ich habe gedacht, das musst du jetzt durchziehen irgendwie, weil ich und meine Freundin, wir leben eine ziemlich offene Beziehung. Ja. Hör mal, dann hat dich ein schwuler Mann in der Sauna angebaggert. Ja, und auch. Du hast mitgemacht. Oder hast, ich habe dann sofort mitgemacht. Vielleicht habe ich das auch am Anfang erst gemacht, weil ich vielleicht meinen Freund nicht so enttäuschen wollte. Aber irgendwie habe ich mich dann voll hingegeben. Mir hat das Spaß gemacht. Und du hattest vorher noch nie einen Kontakt? Vorher habe ich das noch nie gemacht. Ich hatte zwar immer so Gedanken gehabt, aber ich habe nie gedacht, dass ich das verwirklichen kann. Ja. Das heißt, du hast in dieser schwulen Sauna zum ersten Mal Sex mit einem Mann gehabt und fandst es gar nicht so übel. Nee, weil also ich wollte mich nicht halt hingeben, sondern ich war derjenige, der halt aktiv war, ja. Und der besondere Kick dann dabei, das war dann, jetzt kommst du auf die Idee und sagst, aber bei mir läuft nur so unter, was weiß ich, unter so und so viel Mark, ja. Und das habe ich einmal gemacht und es hat funktioniert. Ach so, in der Sauna dann? Ja, auch noch in der Sauna, habe ich das gesagt, ja. Wie und hoch war der Betrag denn? 60 Mark. 60 Mark. Ja. Also das heißt jetzt, du warst dann mehrfach in der Sauna oder hast du das beim ersten Mal schon gesagt? Nee, ich bin dann oft regelmäßig, habe ich dann bei meinem Kumpel übernachtet, also bei demjenigen, der mich da sozusagen verführt hat, dahin, ja. Und jetzt gehst du regelmäßig in die Sauna und sagst, was ja eigentlich nicht üblich ist, weil da eigentlich kostet das ja nichts, wenn die Männer da miteinander was machen. Nee, deswegen, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr in der Sauna, sondern wir fahren auch ziemlich oft weg, sage ich jetzt mal dann. Von da aus, man lernt sich kennen und fährt dann zu demjenigen nach Hause oder so. Und dann sage ich das, ja, dass das bei mir nur so läuft. Dann sagst du, also unter 60 Mark läuft bei mir gar nichts. Genau. Und bist du immer noch so billig? Wie bitte? Bist du immer noch so billig? Also 60 Mark, ja. Nicht du natürlich, aber ich meine, ist ja Preis immer noch so niedrig. Ja gut, aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also ich habe dieses auch schon mal höher, der Betrag. Also ich fasse mal zusammen. Ja. Durch diesen ersten Saunagang hast du mitbekommen, dass du es schon auch irgendwie geil findest mit einem Mann?
Genau. Und der besondere Tick hat es dir dann noch gegeben, als du gesagt hast, ich möchte so dafür genau. noch Geld haben. Und das war dann der absolute Kick für mich. Jetzt passiert dieses regelmäßig. Das passiert jetzt öfters. Wo das das erste Mal geklappt hat, es hat auch ein zweites Mal und ein drittes Mal geklappt. Warum ich das halt so geil finde, das weiß ich auch nicht. Wie viel Mal im Monat passiert das denn? Wir wollen uns ja eine Vorstellung machen. Ja gut, im Monat passiert es 5-6 Mal. 5-6 Mal? Ja. Ich meine, ich gehe ja auch einen beruflichen Weg. Ich mache eine Ausbildung. Mhm. Ja. Und ich habe eine feste Beziehung, habe ein Kind. Und wenn das meine Freundin rauskriegt, dann ist sofort Feierabend. So, damit sind wir bei dem Thema, was ich jetzt auch ansprechen wollte. Genau. Du bist eben 2 Jahre verheiratet oder zusammen mit deiner Frau? Also verheiratet nicht. Aber 2 Jahre zusammen und hast ein kleines Kind. So sieht's aus. Du gehst ja permanent deiner Frau, Freundin auch fremd dadurch, ne? Ich gehe meiner Freundin auch fremd. Mhm. Und das ist... Was ist denn so mit, hast du keine Angst, dass du dich mit irgendetwas infizieren könntest? Das muss ja nicht gleich das Allerschlimmste sein. Ja, die Angst, die habe ich davor, aber wenn, also ich achte schon darauf, ja, das Schutz und so alles, also darauf achte ich sehr, ja. Mhm. Und dem Moment dann denkt man sowieso nicht daran irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin da voll in einer anderen Welt irgendwie. Aber du benutzt Kondome. Ja, sowieso. Mhm. Aber auf jeden Fall. Wenn du mit den Männern zusammen bist, gibt's auch die ganze Palette, also anal und so läuft auch alles. Ja, also ich sag mal, es steigert sich so langsam. Steigert sich. Bist du immer nur aktiv oder auch passiv? Immer aktiv bis jetzt. Immer aktiv. Immer aktiv bis jetzt. Ja, das Ganze wäre ja vielleicht ein schöner Spaß, wenn du nicht in der festen Beziehung wärst. Und so sieht's aus. Du Verantwortung auch tragen müsstest und trägst ja auch für ein Kind. Genau. Und eben für diese Beziehung. Und da mache ich mir viele Gedanken drüber, gerade auch wegen meinem Kind. So, dann könnte man ja ganz ganz locker sagen, oder du könntest ganz locker sagen, okay, dann mache ich es halt nicht mehr. Ich habe es erstmal ausprobiert. Ja. War nicht so die feine englische Art meiner Freundin gegenüber. Freundin, ich lasse es jetzt sein. Warum lässt es nicht sein? Ja, gute Frage. Warum lasse ich es nicht sein? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht soll ich es einfach mal ausprobieren, es sein zu lassen. Wäre vielleicht nicht die dummste Idee. Ja. Ja, jetzt ganz im Ernst mal, Jens, weil du verstrickst dich ja immer mehr in ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so in dieser Beziehung, ich meine, wir haben auch ziemlich viel Stress oft miteinander und da ist das dann, wo ich freizügig sein kann. Mhm. Dann lasse ich dann irgendwie alles raus, was ich in mir gestaut habe. Läuft das denn sexuell mit deiner Freundin noch gut? Zurzeit nicht mehr, ne. Auch das nicht mehr? Nee. Würdest du denn jetzt sagen, nach diesen ganzen Eskapaden, dass du schon auch in dir eine zumindest starke bisexuelle Ader entdeckt hast? Genau, also das... sag ich jetzt von mir aus. Mhm. Das ist ja auch völlig egal jetzt. Mhm. Entscheidend ist, dass du deiner Frau permanent fremd gehst und sie unter Umständen auch noch einem Risiko aussetzt. So sieht's aus. So, und deshalb muss man eigentlich ein kategorisches Nein sagen. Ja, und das ist mir auch bewusst. Und das ist das, warum ich ein schlechtes Gewissen wenn habe. Du so, aber das ist erst immer hinterher, das schlechte Gewissen. Ja gut, aber du hast ja nun schon oft ein Hinterher erlebt. Ja. Ne? Wenn du solo wärst, könnte man sagen, okay, dann mach es halt so, wenn es dein Ding ist. Ja. Da hast du recht. Also in einer gewissen Weise ist das natürlich auch so gegeben bei dir, dass dein Körper dein Kapital ist, so wie du es jetzt gerade erklärt hast. Genau, und deswegen habe ich auch angerufen. Mhm. Und ich bitte dich, Konsequenzen zu ziehen. Ja, muss ich, denke ich mir mal. Weil ich denke, lange wird es nicht mehr dauern, bis sie da was rausbekommt. Oder. Was für eine Katastrophe. Stell dir mal bitte vor, die bekommt das raus. Du bist ja nicht nur mal fremdgegangen mit einem Menschen, sondern du... Du betreibst ja Prostitution im Prinzip, ne, was du da machst. Ja. Ne? Wenn sie das auch noch erfährt. Und wenn sie das noch erfährt, dass ich dafür Geld genommen habe, dann ist sowieso der Teufel. Also das tut man einem Menschen nicht an, den man ehrt und schätzt und liebt. Ich gehe mal davon aus, auch wenn das sexuell nicht mehr so läuft, dass du sie schon noch... Ich liebe sie noch, auf jeden Fall, eigentlich kein Thema weiter. Nee, eigentlich nicht, aber ich muss mich halt da zurückziehen wieder. Ich habe auch ein Kind mit ihr zusammen. Eben. Und das geht nicht mehr so weiter. Mhm. Jens. Ja. Diese Worte lassen wir jetzt einfach so stehen und die hast du jetzt so formuliert und das stimmt ja auch. Gut, und ich denke, das war mal ein erster Schritt, dass ich das jetzt dir gesagt habe, so öffentlich. Genau. Naja. Alles Gute, toi toi toi. Ich danke dir. Entscheidung. Mach's tschüss. Gut. Ja. Meine Lieben, das Thema heute Nacht heißt, mein Körper ist mein Kapital. Wer von euch sagt das? Wer von euch sagt, also ohne dieses Gesicht, ohne diese Stimme, ohne diese Kraft, die ich habe, ohne dieses körperliche Talent vielleicht auch als Sportler, kann man das ja auch sagen, bin ich nichts. Also ich definiere mich im Leben über meinen Körper. Ich verdiene meine Kohle mit meinem Körper und mein Körper ist eigentlich meine Zukunft.
Wenn ihr das so seht über euch und euren Körper, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und ich muss es immer wieder sagen, wenn ihr faxt, dann bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer auch draufzuschreiben, damit meine Kollegen im Hintergrund euch dann auch zurückrufen können, falls sie euch zurückrufen wollen. So, jetzt geht's weiter mit Matthias. Und Matthias ist wie alt? 33. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du bist auch sehr weit weg, noch näher ans Telefon bitte. Ich bin ganz nah am Telefon. Es geht jetzt auch. Okay. Also, ja, leg los. Warum ist dein Körper dein Kapital? Ich habe mich auch verkauft, über 6 Jahre hinweg, mit 17 angefangen, bis zum 23. Lebensjahr. Und ja, da aus dieser Zeit sind 3 Herren übergeblieben, mit denen ich mich heute ab und zu noch treffe. Und das ist allerdings mehr oder weniger eine Freundschaft mittlerweile auch geworden. Also du hast als Callboy gearbeitet und hast Männer bedient. Hauptsächlich ja. Männer? Ja. Ausschließlich Männer. Nur Männer. Mit 17 angefangen, sagst du? Ja. Wie kommt man als 17-Jähriger in dieses Gewerbe? Ja, ich bin von zu Hause abgehauen, weil es zu Hause nicht mehr hingehauen hat und es ganz tierische Probleme mit meinem Vater waren. Da habe ich nur noch Pflege gekriegt, nachdem rauskam, dass ich schwul bin. Und ja, die größere Stadt war dann Nürnberg und da bin ich dann an einen Zuhälter geraten. Und so. Aber wie gerät man an einen Zuhälter? Ja, ich kannte ja keinen in Nürnberg und auf einmal stand da so ein Typ vor mir, dunkle Haare, Schnäuzer, braun gebrannt, also so ein Traum von Mann, wenn man schwul ist und ja. Achso, dann hast du dich in den verguckt sogar. Ja, richtig. Achso. Der hat auch erst einen auf Beziehung gemacht und so und dann so nach knapp 1,5 Wochen, 14 Tage, hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt und dann hieß es ja, entweder du gehst anschaffen oder du kommst hier nicht mehr lebend aus der Hütte. So krass gleich, so heftig. Ja. Ist es dir leicht gefallen? Von ihm dabei. Ist es dir leicht gefallen am Anfang mit fremden Männern? Okay, mit Männern zu schlafen hat mir nichts ausgemacht, aber dafür Geld zu nehmen, das war für mich neu und das hat mich am Anfang angeekelt, dass ich mich manchmal übergeben musste und alles. Du hast das 3 Jahre gemacht, von 17 bis 23, ne, hast du gesagt. Ja. Kannst du rekonstruieren, wie viele Männer du bedient hast in diesen Jahren ungefähr? Eine Menge. Ja, das ist mir klar. So eine Zahl. Also ich schätze mal so 150, 200 waren das bestimmt. Das geht dann ja noch, ne? Für 6 Jahre. Für einen professionellen Callboy. Ich finde das schon viel. Also. Ja, du hast dann hauptsächlich, das war dann deine Haupteinnahmequelle in der Zeit. Zu der Zeit war es das, ich bin ja auch bei dem Zuhälter Gott sei Dank nicht lang gewesen. Ich habe mich dann einem Freier von mir anvertraut und der hat mir dann geholfen, hat mich bei sich aufgenommen, hat mich mehr oder weniger versteckt vor dem, weil der hat ja in Nürnberg alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass man mich findet. Und man fand mich Gott sei Dank nicht. Es ist gut gegangen. Ja. Wie viel Geld hast du in diesen Jahren verdient? Das also Thema heißt ja, mein Körper ist mein Kapital. Ja, also damals, da habe ich pro Nummer, waren das so 300, 400 Mark, die man da gekriegt hat. Das war Anfang, Mitte der 80er. Und da liefen noch Firmenchefs und Vertreter an Bahnhöfen oder an Schwulentreffs rum. Hast du denn viel von dem Geld dann auch sofort verbraten? Oder hast du etwas auf die hohe Kante auch gelegt? Nee, leider nicht. Also ich habe mir Essen davon gekauft, Kleidung und danach bin ich mir ein Saufen gegangen, weil ich mir teilweise nüchtern nicht mehr reinfahren konnte. Dann kam, so schlimm war es für dich auch bis zum Ende? Ja, die seelische Belastung, weil ich kam damit nicht klar, Geld von den Leuten dafür zu bekommen. Weil war es die Tatsache, Geld von denen zu bekommen oder war es einfach die Tatsache, dass du mit jedem, der dich im Prinzip auch gar nicht anmacht, antörnt, dann in die Kiste auch gehen musst? Ja, gerade das war also das Schlimmste. Ich habe da so einen Fall gehabt, der war 75 und es war ekelhaft. Also da habe ich nur Augen zu und durch. Ne? Da habe ich mir vorher auch tierisch eingetrunken. Kriegt man denn, wenn man jemanden, einen Kunden offensichtlich so ekelhaft findet, kriegt man da überhaupt einen hoch? Ich habe mir dann Partner vorgestellt, die mir gefielen oder mit denen ich was hatte, weil sonst hätte es nicht geklappt.
Du bist auch oft mal einen Pornofilm angemacht und habe dann mich auf die Typen in den Filmen konzentriert, damit meiner mal hochkam. Und du bist ja mit 23 Jahren ausgestiegen, mehr oder weniger ausgestiegen, wie du gerade gesagt hast. Warum bist du ausgestiegen? Ja, weil die seelische Belastung, die war einfach zu groß, weil ich konnte nicht mehr. Ich habe immer mehr gesoffen und dann auch angefangen zu rauchen und Speed zu nehmen und irgendwie das zu verkraften. Ist dir dann der Einstieg in das, ich sag mal, normale Leben einigermaßen gelungen oder gab es danach dann noch einen weiteren Absturz? Es gab noch einen Absturz, ja, das ist jetzt knapp 4 Jahre her. Also ich habe danach, nach dieser Stricherzeit, habe ich normale Jobs gemacht. Ich habe Maler gemacht, in der Theken gearbeitet, und als Florist und so. Ja, und vor knapp 4 Jahren bin ich infiziert worden. Weil du immer noch bewusst weiter... Bewusst von jemandem. Ja, der dann aber auch noch Kunde war. Du bist ja nicht ganz ausgestiegen aus dem Gewerbe. Richtig. Ich habe heute noch aus dieser Zeit von meinem Stricherleben 3 Herren, die ich... Hast du gerade schon gesagt, ja. ...kenne und das sind mittlerweile, wie gesagt, Freunde. Stammkunden. Aber von einem solchen bist du dann infiziert worden? Nein, das war ein Schwuler auch. Und das heißt, du bist jetzt... das ist auch ein... Aus dieser Zeit nimmst du das jetzt mit in deine Zukunft. Du bist infiziert, HIV-positiv. Kommt da sowas wie Reue in dir auf oder auch Verzweiflung, dass du denkst, shit, dass ich das gemacht habe, alles? Und ja, also wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, nur bis 85, also sprich 15 Jahre zurück, ich würde nicht mehr so leben. Also ein Callboy, der das eben nicht so gut trennen kann voneinander. Ich habe oft schon mit welchen hier gesprochen, die gesagt haben, okay, das war so mein Job, das habe ich auch gerne gemacht oder mit Huren auch. Bei dir ist es ganz anders. Ja, also ich würde es nicht mehr machen. Hast du heute... Hat einfach zu viel Kraft auch gekostet. Hast du heute eine Beziehung, eine Liebe? Seit 1,75 Jahr nicht mehr. Ich liebe diese Person immer noch. Hat meine Krankheit von Anfang an mitbekommen. Ja. Er war auch der große Hetero und ich war dann so zwischendrin für ihn nur Lückenbüßer, hat sich im Nachhinein herausgestellt und er wollte mich sogar umbringen und deshalb habe ich auch die Stadt damals verlassen, wo ich gewohnt hatte. Und also eine auch nicht so ganz schöne Geschichte. Nee, also mein Leben ging danach eigentlich mehr oder weniger immer mehr bergab, obwohl ich bremsen wollte, aber der Sog, der wurde immer stärker und ging immer mehr nach unten. Und also mein Körper war mein Kapital, kannst du ja sagen. Richtig. Und das war eine Zeit, die du mit sehr gemischten Gefühlen erinnerst, wenn das Revue passiert. Ich wollte eigentlich nur auch an Leuten, die jetzt vielleicht noch anrufen oder auch so schon anschaffen gehen, Jungs oder Mädels, passt auf, mit wem ihr euch einlasst, weil man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf. Das war der Matthias. Vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Okay, Domian. Auf Wiederhören. Wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir Camille. Ja, grüß dich. Ein Mann. Ja. 29 Jahre alt. Beides? Ja, wir sind ein Paar. Ah ja, da ist ja noch Ilka, 26. Ja, genau. Ja. Camille, ist das was das für ein Name ist? Ja, das ist ein türkischer Name. Ist das richtig ausgesprochen, ne? Camille, ja. So, mein Körper ist mein Kapital. Inwiefern? Bei dir oder bei euch? Ja, genau. Mein Körper sind unsere Dollars. Ja, inwiefern? Oder unser Körper. Warum? Ja, wo soll ich anfangen? Ich sag mal so, also wir haben da auch Erotikfilme schon mal gemacht, also sprich Pornos und so, ne? Du und deine Freundin? Ja, genau. Und zurzeit sind wir da im Internet, das ist ja auch eine bekannte Sache, sag ich mal, mittlerweile, ne? Kann man so ausdrücken, ja? Ja. Ja, erzähl doch mal, also ihr habt, wie, man macht ja nicht einfach mal so einen Pornofilm. Nee, nein, du sagst ja, also mein Körper ist mein Kapital wegen des Geldes. Ja, das ist mir schon klar, aber ich frage in die Richtung, wie ihr dazu kommt. Man macht doch nicht so einfach. Ach so, ja, ich sag mal, man hat sich da schon per Kontaktanzeigen oder so oder was weiß ich. Du lebst ja in Köln, ich kenne dich auch so vom Sehen her, auch von der Stadt. Und du weißt ja, wie Köln ist, so, was weiß ich, man quatscht da rum und kennt da Leute. Ja. Und so, und dann, wenn man da Lust zu hat, ist doch kein Problem. Und außerdem, was wir gerade machen, das ist ja,
sage ich mal, auch nichts Neues. Das könnte jeder machen. Das kannst du mit deinem Computer. Da klickst du dich einfach an und dann... Also bisher war es noch relativ unkonkret, Camille. Also mir ist das auf der Straße noch nicht passiert, dass ich durch Reederei und so zu einem Pornofilm komme. Ach so, nee, Film vielleicht nicht. Nee, das war per Kontaktanzeigen, wie ich schon sagte, oder... Okay, und dann habt ihr einen Film gemacht? Du und deine Freundin Ilka haben einen Pornofilm gemacht? Ja, kann man sagen. Also wir haben da drin auch Erfahrung. Okay, und jetzt macht ihr im Internet so etwas mit Webcam? Ja, oder? Genau. Jetzt machen wir die ganze Sache, sag ich mal, noch bequemer. Jetzt machen wir das von zu Hause aus. Mhm. Und das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja auch Sex, sag ich mal, oder so. Ne? Und da zeigt das heißt, sich ihr habt euer ihr habt euer kleines Studio zu Hause. Ja, genau. Und es gibt bestimmte Zeiten, wo man sich bei euch einklicken kann. Ja, wenn wir halt auf Sendung sind. Wenn ihr auf Sendung oder im Netz online seid, ja, genau, wie man es immer sagt. Wenn wir online sind. Genau. Wie oft macht ihr das? Ja, eigentlich täglich so, ne? Zeit zumindest. Letzte zwei Monate sind wir täglich so. Wie geht denn das überhaupt? Wie viel muss man denn da zahlen, wenn man euch sehen will? Wie funktioniert das? Also wie muss man da eine Kreditkartennummer angeben? Einfach wie das Übliche so, ne? Du wählst dich an, da per 090 ist das, glaube ich, ne? Wieder hier nachts da die Werbung da zeigen, keine Ahnung. 090, das ist dann die üblichen Tarife da. Also wie viel verdient ihr denn dann pro Auftritt? Ja, es kommt drauf an, also du wirst da kein Millionär oder so, also du musst da auch schon arbeiten, ne? Wenn du da, sag ich mal, 10 Stunden sendest, dann, und ich sag mal, die ist nicht auch jedermanns Sache, ne? Das war noch keine Antwort auf meine Frage. Die Frage war, was verdienst du, wenn du 10 Stunden sendest beispielsweise? Ja, so, ich sag mal, mehr wie ein Arbeiter normalerweise in 10 Stunden verdienen würde vielleicht. Das ist immer noch keine ganz konkrete Antwort auf meine Frage. Wir versuchen das mal, vielleicht kriegen wir eine Antwort hin. 1000 Mark. Ja, vielleicht nicht ganz, ja, vielleicht die Hälfte so. 500 Mark. Ja. 500 Mark für 10 Stunden. Ja, netto. Netto. Ja, ist ja auch nicht, naja, ist okay, ne? Ja, ist okay, ja. Kann man von leben. Jetzt ist die Ilka direkt neben dir. Die ist auch hier, ja. Ob du mir sie einfach mal gibst? Ja, sicher. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Ja, die winkt zwar ab, aber ich gebe sie dir. Gibst du ja, Camille, genau. Ja, hallo Jürgen. Ilka, sowas macht ihr also? Ja, also das ist eigentlich im Grunde genommen wie Big Brother. Wir, ich sag jetzt mal ganz hart, ja. Ja. Mir macht es Spaß, Sex mit meinem Freund zu haben. Wenn es da Leute gibt, die mich für bezahlen wollen, sind sie selber schuld. Also dir macht es Spaß, der Sex mit deinem Freund macht dir Spaß und es macht dir auch Spaß, wenn da Leute zugucken und es macht dir noch mehr Spaß, wenn die Leute beim Zugucken auch noch Geld bezahlen. Ja, logisch. So kann man das sagen. Seid ihr denn schon mal irgendwo auf der Straße angesprochen worden und dass die Leute gesagt haben, ihr seid das ja? Nee, das eigentlich nicht, weil ich bin Friseuse vom Beruf und ich krieg das schon so hin, dass mich keiner erkennt. Ach so. Aber wie macht man das? Hast du irgendwie eine Maske auf? Oder, Ich schmink mich und frisiere mich so, dass mich keiner erkennt. Also eine gewisse Unkenntlichkeit ist dann schon da. Ja. Ihr macht das wirklich jeden Tag? Ja. Jeden Tag vor der Kamera? Mhm. Ist man da dann doch ein bisschen aufgeregter, als wenn man es alleine macht? Und versucht man da ein bisschen mehr vielleicht Action zu bringen, als wenn man... Das ist vielleicht am Anfang so, aber das wird Routine. Das ist Gewohnheit. Wisst ihr denn, was die Leute gerne sehen? Habt ihr da schon auch so Rückmeldungen? Gibt es das? Also man kann mit den Kunden oder Gästen, sage ich mal, auch dabei chatten. Ach, das geht auch? Man schreibt sich mit denen oder die rufen uns an. Und dann sagen wir, hier mach mal das und mach mal das genau. Und von hinten und von vorn. Und ja. Jetzt, ohne jetzt zu detailliert das zu erklären, was mögen die Leute denn am liebsten? Was sollt ihr machen? Versuch's mal in harmlosen Worten darzustellen. Einfach nur Sex. Einfach nur Sex. Die sagen also nicht, ich stehe jetzt die Oralnummer ist nicht unbedingt das Highlight. Doch, das Oral schon, aber nur die Frau beim Mann. Die Frau beim Mann, aha. Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass die meisten Zuschauer Männer sind, die euch zugucken. So ist es. Ja. Also ich sag mal, 99% sind Männer. Dann ist das ja, wie gerade Camille gesagt hat, ein gutes Zubrot auch zu eurem normalen Job, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Wie lange macht ihr das jetzt schon im Internet? 3 Monate. 3 Monate. Und ihr werdet nicht müde, es weiterzumachen? Nein, im Gegenteil. Nein. Wollt ihr das irgendwie noch ausdehnen? Kann man das irgendwie noch ausweiten? Vielleicht gibt es irgendwelche Überlegungen, dass ihr ganz professionell so arbeiten werdet. Ja, demnächst? Selbst zum Sender mal irgendwann machen, ja. Ja, also das waren Camille und Ilka, die im Internet
Sex haben und wir können alle zugucken, wenn wir ein bisschen Kohle hinblättern und die beiden haben noch Spaß dabei, so kann man sagen, ne? So ungefähr, ja. Du grüßt mir den Kamel nochmal und alles Gute. Alles klar. Wiederhören. Gute Jürgen. Tschüss. Marek, 28 Jahre alt. Mein Körper ist mein Kapital, sagt er auch. Ne? Ja, genau da. Ja, genau da. Was machst du, Marek? Warum meinst du das? Ja, also durch meinen Körper und mein Aussehen, dass ich das alles topfit halte und so. Ja, finanziere ich mir mein Leben sozusagen, indem ich Frauen, die sehr, sehr scharf und heiß, also so auf mich sind, dass ich die dann finanziell ein wenig ausbeute. Mhm. Also du bist kein Callboy? Nein. Nicht in dem Sinne, dass ich das jetzt... Du machst das, du bist kein professioneller Dressman, oder wie man das so nennt? Nein. Nee, ich mach das eher so einfach in dem Rahmen von einer Beziehung, also so nenne ich das. Früher nannte man sowas auch Heiratsschwindler. Also du, wenn du merkst, dass eine, spielen wir das mal durch, du merkst, im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis ist ein Mädel, die dich richtig scharf findet. Und wenn du dann auch weißt, die hat Kohle, dann machst du dich an die ran, oder wie? Nö, die braucht nicht unbedingt Kohle zu haben. Also, mir reichen auch kleine Summen, weil ich fahre da auch mehrgleisig, sage ich jetzt mal so. Das heißt, du hast mehrere Frauen am Laufen, sozusagen. Naja, das hört sich ja schon wieder so nach... Nee, das war jetzt ein bisschen böse ausgedrückt. Ja, also du hast mehrere dieser Beziehungen dieser Art, sagen wir es ganz neutral. Ja, weil wie gesagt, ich bin Sozialhilfeempfänger, sage ich jetzt auch. Und warum bist du denn mit 28 Jahren Sozialhilfeempfänger, der auch noch sehr gut aussieht? Weil ich im Moment einfach keine Lust habe zu arbeiten, weil das Leben, wie ich das jetzt so führe, ist recht angenehm. Mhm. Und wir finanzieren dich, tolle Sache. Wir sind alle stolz auf dich. Naja, okay, die paar Mark, die ich da bekomme. Nee. Kriege ich immer einen Hals. Wenn junge Leute, die gesund sind, bist du offensichtlich auch noch gut aussehen, auf unserer Tasche liegen, ist einfach nicht mein Ding. Es gibt viele, die hilfsbedürftig sind und deren Ruf macht die auch mit kaputt. Aber ist ein anderes Thema. Erzähl mir mal, wie das mit den Frauen dann läuft. Wie nutzt du die aus? Wie läuft das? Ja, ich lerne die halt in der Disco kennen. Mhm. Und wie gesagt, also... Weil eigentlich bin ich auch eher schüchtern und so. Wir sprechen die mich meistens an, weil ich sehe es schon an Blicken, weil man merkt ja schon so, wenn man jemanden an Köder hat, so an der Angel, das merkt man ja schon durch Blicke und das gibt mir dann irgendwie sehr viel Selbstbewusstsein und dann geht meine Masche ab. Ja. So und ratzfatz, ich komme natürlich nicht gleich mit dem Hammer, ich bezahle mir mal Bier oder Cola, das ist ja Kinderkram, sondern... auf jeden Fall legst du dich dann... Ich mache sie erstmal auf die sichere Seite, sagen wir es mal so, und das ist, dass wir uns in so einer Art Beziehung, also richtig, dass sie denken, sie haben eine Beziehung mit mir. Mhm. Und also gaukelst den Mädels dann schon vor, du bist der Einzige für sie. Ja, das wäre eine richtige Beziehung. Ja. Und die sind natürlich dann auch happy. So. Mhm. So, und, die denken sich, haben sich einen tollen Fische geangelt und so. Und, Und das läuft ja darauf hinaus, dass die Mädels dann meistens Essen bezahlen müssen, dich einladen und dass du eigentlich gar nichts bezahlst. Ja, im Prinzip schon. Eher wohl. Aber am Anfang investiere ich natürlich auch ein bisschen was. Mhm. Aber hinterher holst du es dir dann wieder richtig rein. Ja. Wie viele Frauen hast du denn im Moment jetzt, ich sag's dann doch mal so, diesbezüglich an der Angel? Im Moment habe ich drei. Drei. Und die wissen voneinander nichts? Nein. Um Gottes Willen, das wäre auch ganz schlecht. Mhm. Und die alle drei Frauen denken, dass sie eigentlich mit dir zusammen sind? Ja, richtig. Ich könnte kotzen hier. Ja, das ist hart. Ich könnte hier wirklich kotzen. Du streichst Sozialhilfe von uns allen ein und betrügst dann unter Strich und Faden diese Frauen. Nur weil du zu faul bist und weil du zu lasch bist. Nein, das hat nichts mit Faulheit zu tun. Das glaube ich aber ja. Einfach unfähig. Ich habe bisher wirklich, ich suche ja jetzt schon seitdem, ich bin von der Schule abgegangen mit... Wie alt war ich denn? 19 Jahre. Marek ist unfähig zu arbeiten. Wir weinen gleich alle vom Mitleid. Wieso bist du denn unfähig zu arbeiten? Du bist faul, ganz einfach. Ich habe einfach noch nicht mein Betätigungsfeld gefunden. Ach, das könnte man ganz schnell finden, dass du einfach nur mal ans Arbeiten kommst. Ich wusste nicht mehr, ich habe schon viele Sachen auch probiert und so. Ich meine, ich verchecke nebenher auch noch Drogen, um
finanziell auch noch ein bisschen besser über die Runden zu kommen. Und aber ich habe jetzt so, weil ich bin einfach nicht fähig, mich, ja, das ist die Sache. Weißt du, Marek, das wäre mir vollkommen wurscht, ob du fähig bist dazu, ob dir das gefällt. Ich finde einfach, ich stehe auf dem Standpunkt, dass jemand wie du sein Geld alleine verdienen muss. Und dass der Staat einfach da nichts bezahlen darf. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, aber es hängt ja auch alles so zusammen miteinander. Ja, natürlich. Abgesehen von der moralischen Empörung, dass du diese armen Mädels wirklich nach Strich und Farben... Ich biete ihnen ja auch eine gute Zeit. Es ist ja nicht so, dass sie da leiden, weil es verläuft sich dann einfach nur im Sande. Es ist unglaublich, wie dieser Mann erzählt. Ich biete ihnen eine gute Zeit. Du verarschst diese armen Frauen. Und du sagst, was meinst du, was die mit dir machen würden, wenn die Wahrheit wüssten? Ja, das ist ja das Ding. Sie kommen ja meistens nicht dahinter. Ja, weil hin und wieder kommt das raus, klar. Achso, du meinst, sie sind auch selbst noch schuld, ne? Nein, das meine ich nicht. Du belügst sie doch anstatt der Fahrt. Nein, ich biete eine gute Show. Das ist wie hier Siegfried und Roy hier aus von Las Vegas. Die bieten eine gute Show mit ihrer Fantasy-Show da und einer Magic-Show. Ja, aber es ist Show und es geht um... Und ich biete auch eine gute Show. Und ja, aber mit Menschen. Mit Gefühlen von Menschen. Mit Gefühlen. Siegfried und Roy... Ja, machen da auch eine Gefühlsebene. Da verschwinden weiße Tiger, die Menschen sind fasziniert. Nein, ich vergleiche es wirklich damit. Es ist doch albern. Es ist doch albern. Du vergleichst eine Show, wo es um Zauberei geht und um Tiere, mit Beziehungen, die du vortäuscht. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht weit hergeholt. Das ist jetzt Bist du denn schon mal so richtig auf die Schnauze gefallen, dass eine Frau das bemerkt hat und dir den Marsch geblasen hat? Ist irgendwas schon mal passiert? Ja, das sind schon manche negative Sachen, die für mich jetzt negativ waren. Also passiert zum Beispiel, dass ich, das habe ich jetzt daraus gelernt, dass ich mich nicht mehr an Frauen reinmache, die einen Partner haben. Weil da sind mir die Partner dann auf den Leib gerückt, die mir dann ein Brett geben wollten und so. Und das fand ich dann nicht so witzig. Aber sonst in der Hinsicht, dass ich jetzt Frauen irgendwie groß enttäuscht habe, also weil das läuft sich dann einfach meistens immer so, weil die merken so, nach einer Zeit natürlich, dass ich schon sehr finanziell, ja, wie soll ich sagen, orientiert bin und da irgendwie... Wie lange hält denn dann in der Regel so eine Verbindung zu einer Frau, eine solche Beziehung? Im Schnitt ein halbes Jahr, kann ich so sagen. Und dann löst sich das wieder auf, weil die unzufrieden werden, weil die einfach dich bisschen blicken auch, was da... Weil sie ja natürlich auch merken, ich bin ein wenig gefühlskalt, vielleicht nicht, nein, aber... Irgendwie peilen die schon dann irgendwas. Aber eigentlich bist du doch eine ganz arme Socke, Marek. Weil du kommst doch mit deinen Gefühlen nie irgendwo zum Zuge. Du kannst doch gar nicht lieben. Weil dich keiner zurückliebt. Natürlich werde ich geliebt. Ja, aber auf einer Basis der Lüge und der Show. Ich merke das ja auch den Effekt, wenn ich jetzt in Diskotheken gehe. Wie gesagt, ich gebe auch verdammt viel Geld aus jetzt für Fitnesscenter, Solarium und Pipapo, das Ganze, worauf die Frauen stehen, auf Friseur, Klamotten. Ich investiere da wirklich auch schon einiges. Also mit dem Heiratsschwindler lag ich gerade gar nicht falsch am Anfang. Du bist es eigentlich, ein moderner Heiratsschwindler, ohne dass das nun zu einer Ehe kommt. Und ich merke ja, die Frauen, die sind ja jetzt nicht so, dass ich die überreden muss, oh Mensch, mach was mit mir, sondern... Also du stehst auf dem Standpunkt, die sind selbst schuld. Denn nein, nicht. Zumindest gehen die am Anfang ja auch auf dich zu, ne? Das siehst du da irgendwie ein bisschen erleichtert. Ein bisschen, ich sehe das schon groß. Also, Also Marek, mir ist es alles zutiefst unsympathisch, was du erzählst. Ja. Zutiefst, weil da ist gar nichts Ehrliches, da ist nichts Eigenes, das ist einfach nur so ein charakterloses Stück. Die Sache ist ja auch so, wenn ich mit den Frauen halt zusammen bin, ich habe auch Gefühle den gegenüber. Ich kann halt meine Gefühle splitten. Ja. Also auf mehrere Frauen, auch wenn... Ach komm, erzähl's mir nicht. Es ist zu albern. Nein. Es ist zu albern. Alle Leute, die hier zuhören, kriegen die Krise, was du da quatscht und laberst. Auf jeden Fall ist es gut, dass du angerufen hast, weil es passt wie die Faust aufs Auge auf unser Thema. Mein Körper ist mein Kapital. Das ist so. Wir haben es bewertet. Aber, es ist dein Ding und verabschieden wir uns. Aber eine Person kann doch niemals die Bedürfnisse von einer Person abdecken. Man hat doch mal eine Person für Spaß. Okay. Das ist doch wirklich klar. Warum diese Monogamie? Lass uns jetzt nicht weiterreden. Ja, okay. Marek. Okay, das ist deine Meinung? Ja, natürlich. Ja, klar, natürlich. Ja. Aber so ist es in diesem Gespräch und in dieser Sendung. Du sagst mir deine Meinung, ich sag dir... Ja, nur dass ich halt da finanziell noch was bei für mich rumkomme. Ja. Das ist die Sache. So ist das Thema. Alles Gute. Okay. Wiederhören. Ich wünsche was. Jo. Ciao. 1.34 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause.
1.35 Uhr und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema: Mein Körper ist mein Kapital. Und ich möchte mit Leuten reden, die das sagen. Die sagen, ich verdiene mit meinem Körper Geld. Das kann nun kommen, wie wir es gerade schon ein paar Mal gehört haben, aus dem klassischen Erotikbereich, also mit Prostituierten, die sagen, ich verdiene mit meinem Körper Geld. Aber es kann ja auch aus einem ganz anderen Bereich kommen. Beispielsweise Schauspieler sagen das auch: Ohne diesen Körper würde gar nichts funktionieren. Ich mache mein Geld mit meinem Körper. Oder ein Sportler sagt das auch. Oder ein Türsteher sagt das auch. Ein Möbelpacker eigentlich auch, weil ohne die Muckis könnte er halt nichts verdienen. Also ich möchte mit Leuten reden, die sagen, mein Körper ist mein Kapital, meine Kraft ist mein Kapital, meine Schönheit ist mein Kapital, mit Models beispielsweise. Oder mit Moderatoren auch aus dem Fernsehen. Die meisten Fernsehleute müssen das ja auch sagen, mein Körper ist mein Kapital. Also, Telefonnummer 0800-5678-111, Faxnummer 0800-5678-110. Michael, 35 Jahre alt, schönen guten Morgen. Hallo Michael. Jetzt hat es gerade irgendwie seltsam geknackt. Hallo Michael. Jetzt ist die Leitung tot. Dann machen wir weiter mit dem Marco und der ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Du bist dir schneller dran gekommen als gedacht. Hallo. Ja. Warum ist dein Körper dein Kapital? Ja, ich bin Stripper. Du bist Stripper? Seit eineinhalb Jahren. Wo strippst du denn? Ja, ich strip auf Geburtstagen und Anlässen. Auf diversen Anlässen? Also, ja, richtig. Also wenn goldene Hochzeit und so, kann man dich einladen? Ja, auch. Zum Beispiel. Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, als junger Spund zu strippen? Ja, ich habe schon mal für meine Freundin zum Geburtstag gestrippt. Ja, und die meinte das sehr gut. So durch Freunden, die haben mich dann gefragt, ob ich mal da und da mal strippen könnte. Aha. Weißt du, was ganz wunderbar wäre, wenn du deinen Fernseher oder dein Radio runterdrehen würdest, die Lautstärke? Ja, dann können wir noch entspannter reden miteinander. Ist so besser? Ich glaube ja, dann halt es nämlich nicht im Hintergrund. Also so fing es an, du hast vor der Freundin gestrippt und hat die gesagt, Mensch Marco, du bist ein geiler Stripper, da kann man vielleicht noch mehr draus machen. Und so hat es sich dann ergeben. Ja, richtig. Bist du jetzt auch Mitglied irgendwie in einer Agentur oder vermittelst du dich immer selbst? Ist das so Mund-zu-Mund-Propaganda? Ja, das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie viel kostest du denn, wenn man dich mal engagiert? Ja, ich sag mal so, das ist eigentlich den Leuten frei übergeben, weil du bist ja eigentlich auch im Bekanntenkreis und so. Aber wenn es gut kommt, 500 Mark. 500 Mark? Ja. Also ich dachte gerade schon, es käme sicher mal ganz nett. Hier ist ja noch ein bisschen Platz im Studio. Wenn ich, während ich die Sendung moderiere, vielleicht mal du strippen würdest hier hinten. Ja, gar kein Problem. Das heißt also, 500 Mark müssten wir hinlegen für dich. Ja, sicher. Was sehen wir denn dann für 500 Mark? Alles. Alles? Ja. Auch das beste Stück? Na klar. Ja, weil ja, das ist nicht so klar. Viele Stripper, die machen das dann so, dass man das hinterher nicht sieht. Ja, aber du machst bei das. Mir ist das nicht so. Also, wie gesagt, ich mache das bei Freunden und deshalb... Hast du eine bestimmte Musik, die du dafür... Hip-Hop. Hip-Hop. Mhm. Ja. Und wie lange dauert so ein Strip, bis er fertig ist? Eine halbe Stunde. Doch, so lange? Ja. Dann machst du es aber sehr spannend. Ja, mach ich. Also und irgendwann stehst du dann nackt da oder liegst nackt da und das war's dann und dann huschst du ins andere Zimmer. Genau, so ist es. Ja. Was machst du sonst vom Beruf? Ja, ich bin Lagerarbeiter in den Niederlanden, ne? Ja, das heißt, das ist auch ein gutes Zubrot dann auch für dich, ne? Ja, auch. Wenn das ab und mit 500 Mark für so einen Abend für ein bisschen strippen, gar nicht so schlecht. Das heißt aber, dass du deinen Körper auch mal gut trainiert haben musst. Also Bierbauch und so ist nicht. Nee, Bier trinke ich schon mal gar nicht. Also ich ernähre mich gesund, Müsli und gehe auch oft ins Fitnessstudio. Ja, also der Body ist ansehnlich. Ja, sicher. Wie groß bist du und wie schwer, wie viel wiegst du? Ich bin 1,85 und wiege circa 65 Kilo. Ja, das ist natürlich ein ganz ein hagerer junger Mann bist du ja. Ja. Mit 65 Kilo. Gut, also ich weiß, an wen ich mich wende, wenn ich mal hier einen Stripper brauche hinten, okay? Mhm. Und du würdest das dann auch hier machen im Fernsehen? Ja. Keine Scham vor irgendwelchen Verwandten oder so? Nee. Nee, das nicht. Okay, Marco, danke für deinen Anruf. Ha? Ich habe noch eine Frage. Könnte ich vielleicht noch jemanden grüßen? Nee. Habe ich so ungern. Dann verkommen Nur wir hier. Eine Person noch. Na gut, eine. Ja, dann grüße ich meinen Cousin Daniel. Den Daniel, okay. Ja. In diesem Sinne, der tschüss, Marco. Der stirbt auch sehr gerne. Der stirbt auch gerne. Tschüss. Michael, 35 Jahre alt, ist jetzt dran. Hatte ich ihn gerade schon mal. Ja, genau. Das ist der Michael.
Ja, schönen guten Abend. Michael, dein Körper. Ich wollte mal was zum Thema Modeln sagen. Du machst bitte auch dein Radio und dein Fernsehen ganz leise. Habe ich. Jetzt, ja. Mhm. Ja, also ich mache jetzt seit 6 Jahren nebenberuflich in der Agentur in Hamburg, München, Frankfurt und Berlin. Mhm. In Richtung Model Dressman und sowas alles. Und ich muss dazu sagen, Körper als Kapital ist soweit okay, ist auch richtig, wird auch viel Wert aufgelegt. Nur der Nachteil einer Sache ist halt eben, dass man von vielen Agenturen so dermaßen ausgenutzt wird, das ist schon nicht mehr schön. Und also um es mal klarzustellen, du arbeitest klassisch als Model? In dem Sinne ja. Also der gesamte Bereich Sex und Erotik spielt bei dir keine Rolle? Absolut nicht. Nein. Du lässt dich fotografieren, du trittst bei Modenschauen auf oder was machst du? Ich habe eine Zeit lang Bademoden gelaufen. Mhm. Mittlerweile mache ich nur noch Modefotos und allgemeine Laufstichsachen. Mhm. Du ist das ja. Ja? Bitte? Ja, erzähl weiter. Ja, früher habe ich die ganze Palette rauf und runter gemacht mit Werbesachen und alles, was dazugehört. So ist das ja ein Beruf, wo ganz viele Leute, junge Leute von träumen. Ne, wir kennen Claudia Schiffer und Nadja Auermann, die Frauen. Bei den Männern gibt es nicht so viele Prominente, denn Markus Schenkenberg, glaube ich, ist der vielleicht der bekannteste weltweit. Damit verbinden die Leute großen Ruhm und sehr, sehr viel Geld. Wie viel verdienst du denn, wenn du das vielleicht erzählen magst, für so einen Auftritt, wenn du eine Fotosession hast für eine Zeitung oder für ein Kaufhaus oder für irgendeine Modeagentur? Ja gut, es kommt erstmal darauf an, bei welcher Agentur man gebucht ist, ob man das hauptberuflich oder nebenberuflich macht. Machst du es hauptberuflich? Ich habe es eine Zeit lang hauptberuflich gemacht. Mhm. Es ist aber nur Stress. Man ist nur unterwegs und wenn man 2 bis 3 Stunden Schlaf am Tag kriegt, ist das hier. Aha. Und aber erzähl doch mal so von den Gagen, die man bekommt. Ja gut, als Anfänger fängt das bei 700 bis, ja, ich sag mal so rund 1500 Mark am Tag an. Am Tag an, hm. Und je nachdem, was man dann für Buchungen kriegt, ob das jetzt die ganz großen Sachen sind, sag ich mal so zwischen, wenn man gut ist, zwischen 4.000 und 5.000 Mark. Pro Tag, das ist natürlich schon eine Menge Kohle. Du machst ja, gut, das sind die Durchschnittswerte, sag ich mal. Klar. Warst du in diesem ganz oberen Bereich auch, dass du diese Top-Honorare auch einkassiert hast? Also ich sag mal so, Claudia Schiffer und Markus Schenkenberg, das sind natürlich die absoluten. Gut, Ausnahmen. Das sind die absoluten Oberen. Aber ich meinte jetzt, wie hoch warst du? Warst du bei 4.000, 5.000 Mark pro Tag schon? Ich habe so zwischen 3 und 5.000, 6.000 Mark geschwankt. Mhm. Das machst du 6 Jahre? Das heißt, da muss ja auch eine ganze Menge Kohle schon zusammengekommen sein. Ja, wenn man es grob über den Daumen peilt, kann man sagen, wenn man das Glück hat, dass man einen Jahresvertrag bei so einer Agentur angeboten kriegt, das sind im Schnitt so zwischen 50 und 100.000 Mark Jahresverträge, die man garantiert zugesichert kriegt. Mhm. Gut, dementsprechend muss man natürlich auch dann flexibel sein. Ne? Mhm. Nun träumen, wie gesagt, ganz viele junge Leute, gut aussehende junge Leute davon, das machen zu wollen. Wie kommt man denn überhaupt daran? Wie ist es bei dir passiert? Ich bin darüber durch ein paar ehemalige Arbeitskollegen gekommen, die das damals schon nebenher gemacht haben. Und da habe ich gesagt, ja gut, versuch's es mal. Mhm. Entweder geht schief oder es klappt. Was hast du damals gearbeitet? Ich habe damals bei der Bundespost gearbeitet. Bei der Post gearbeitet. Ja. Und hast dann den Beruf an den Nagel gehängt und hast das professionell gemacht, das Modeln? Ja, danach habe ich es erstmal ein paar Jahre hauptberuflich gemacht. Bis es mir dann hinterher auf Deutsch gesagt wirklich zu viel wurde, weil Körperfitheiten alleine reicht nicht. Es kann sein, dass die einen nachts um 3 Uhr anrufen, kannst du mal eben um 4 Uhr in Düsseldorf am Flughafen stehen, du musst nach Mailand. So ungefähr, ne? Aber mir geht das gar nicht in den Kopf. Du sagst gerade, manchmal kann man nur 2-3 Stunden schlafen. Wenn man nur 2-3 Stunden schläft, sieht man doch scheiße aus. Ja, die meisten sagen, was das Thema Drogen angeht zum Beispiel, wir können ohne Drogen nicht vernünftig wach werden und den Kreislauf nicht ankurbeln. Mhm. Andersrum sagen sie natürlich auch, wir können, wenn wir vollgedröhnt sind, keine vernünftigen Laufstichsachen machen. Das heißt, das Thema Drogen ist ein großes Thema in der Modelszene. Auf jeden Fall. Es koksen viele oder nehmen Amphetamine oder was weiß ich. Hattest du damit auch Probleme? Hast du auch Drogen genommen?
ich sag mal so, es wird einem alle 5 Minuten angeboten, aber das Hauptargument dabei ist strengste Disziplin, und dann klappt das auch. Nun bist du 35 Jahre alt, wahrscheinlich schon ziemlich alt für das Geschäft, vermute ich mal, oder? Ja, ich sag mal, es kommt auf die Agentur an. Die meisten sind so zwischen 25 und 30, ja gut, ich bin diesbezüglich jetzt schon 30 Jahre drüber. Aber du machst das immer noch hauptberuflich? Nein, seit 4 Jahren nebenberuflich. Und was machst du jetzt im Hauptberuf? Ich bin zurzeit im Gastronomiebereich. Im Gastronomiebereich, ja. Möchtest du das aber noch nebenher so weiterlaufen lassen? Aufgrund der Arbeitszeiten ist das im Moment leider schlecht möglich, da ich da ja auch öfter Wochenende arbeiten muss. Verstehe. Weißt du, Michael, die ganze Zeit, während du das so erzählst, klingt mir das so, als seist du von diesem ganzen, von dieser ganzen Szene, von dem ganzen Bereich Model eigentlich sehr wenig begeistert und ziemlich abgefuckt. Habe ich das richtig jetzt wahrgenommen? Ich sag mal so, gestresst würde ich eher sagen. Ich mache es jetzt schon zu lange und gut, man lernt zwar viele Leute kennen, man kommt viel herum. Man hat auch genug Arbeit, dass man gar nicht auf irgendwelche anderen Gedanken kommen kann. Aber der Nachteil an dem Job ist halt eben, wenn man das ohne Disziplin macht oder ich sag mal die falschen Leute kennenlernt, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster, weil 2 bis 3 Angebote von 5 Angeboten, die man kriegt, sind natürlich aus der Bereich Pornoszene und solche Sachen. Ne? Ach, das kommt auch noch hinzu. Naja. Da muss man alles aufpassen. Was war bei dir das Tollste, was du bisher gemacht hast? Das Spektakulärste? Das Größte? Ja, ich habe vor knapp 2 Jahren für Armani in Mailand gelaufen. Und die Kollektion wurde dann hinterher auf einer, wie soll man das nennen, auf einer Prämierung auf Europaebene praktisch zur besten aus dem Fach erklärt. Und die Leute, die dann die Sachen vorgeführt haben, sprich die Models, die wurden dann für die ganz großen Sachen gebucht. Also warst du schon, hast du schon die Höhenluft geschnuppert, ne? Ja, ist es nicht schlecht. Ist es eigentlich so, dass das Klischee oder man das Vorurteil geht ja um, man sagt, fast alle männlichen Models sind schwul. Ist das eigentlich so? Kann ich nicht bestätigen. Kannst du nicht bestätigen? Also es gibt solche und solche? Nee. Ja. Ist allgemein, ich meine gut, wenn sie meinen, okay, aber habe ich keine Erfahrung mitgemacht in dem Sinne. Gut, ich danke dir für deinen Anruf und für die Informationen und wünsche dir für dein weiteres Leben jetzt, für deine weitere Karriere, was immer du auch machst im Gastronomiebereich, alles Gute und viel Erfolg. Ja, alles klar, danke schön. Wiederhören, tschüss. Hannes, 53 Jahre alt, moin. Morgen, Domian. Guten Morgen, Hannes. Hör mal, was ich dir jetzt erzähle, das ist also nicht gesponnen, sondern du wirst Resonanz dazu darauf auf den Anruf kriegen. Also ich bin nicht einer, der jeden Tag anruft. Ich bin sehr gespannt hierzu. Also, was mache ich? Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Mein Körper ist mein Kapital, ne? Ja. So, ich bin also Besatzungskind, bin Bauernjunge geworden, bin abgeschoben worden ins Heim, Stiefvater, und musste mich schon von klein an durchhauen, also durchboxen. Ja. Vielleicht hast du mal schon was gehört, im Heim ist immer der Stärkste, der meistens so Essen kriegt oder sich das einfach nimmt. Ja. So, dann Haftzeit, lange Jahre Haft. Warum, wenn ich fragen darf? Wegen Totschlag, Körperverletzung, Totschlag und also immer wieder Körperverletzung. Insgesamt 25 Jahre. Jetzt kannst du dir mal vorspielen, 53. Moment, 25 Jahre im Knast gesessen? Ja, ja. Also nicht in einen Schlag, ne? Insgesamt? Ja, insgesamt. Einmal 10 Jahre für Sandafu. Da ist er nicht mehr, ja. Aber du bist jetzt, ich habe gerade gesagt 53, das ist ja fast die Hälfte deines Lebens. Ja, richtig. Und immer die Zwischenzeit dritte und so. Ich bin also ein alter Rummelboxer. Mache ich heute noch. Ja, Max Boxer, vielleicht kennst du das. Ja, kenn ich. Was machst du? Da kommen die Leute hoch und wollen dir auf dich eine Siegprämie ausgesetzt, die müssen sich K.O. hauen und dann kriegen sie das Geld. Ne? Ja, ja. So, und ich bin jetzt 25 Jahre oder 30 Jahre da dabei. Und ich bin noch kein einziges Mal K.O. gegangen. Und ich habe noch keinen einzigen Kampf verloren. Es wird ja auch getürkt. Zum Beispiel, es meldet sich, es sind immer 4 Kämpfe pro Vorstellung. Und also 2 Boxkämpfe oder 3 Boxkämpfe und 2 Catchkämpfe. Ne? So, und es kommt ja jeder hoch, der hoch möchte. Und wenn sich nicht jeder meldet oder einer nicht meldet, haben wir Leute von uns im Publikum drin. Ach so, die das dann machen. Das ist dann mein Kollege. Ja, ja. Da musst du mehr aufpassen.
dass du dem nicht wehtust. Mhm. Und es muss das Spektral gut aussehen für die Zuschauer, dass die das nicht mitkriegen. Ja. Also musst du da mehr aufpassen, wie wenn du nur reinhauen könntest. Ja, ne? Ja. So, ich bin ja auch nicht so einer, der, ich habe zwar immer den Bösen gespielt, weil bei 16, 17 Vorstellungen pro Tag, sei es Stuttgart, der Cannstatter Basen oder in Bayern, Oktoberfest. 17 oder, Vorstellungen am Tag, ja, das ist ja eine Menge Holz. Ja, dann musst du mittags um eins anfangen bis nachts und dann hast du keine Pause dazwischen. Mhm. Wie lange dauert eine Vorstellung? Eine Kampf? Vorstellung dauert so 25 bis 30 Minuten. Ne? Mensch, und es ist dir noch wirklich noch nie passiert, dass du einen auf die Nase bekommen hast? Doch, ja, auf die Nase, ja, aber nicht K.O. Aber nicht K.O. Aber könnte doch sein, dass so ein Halb-Profi-Boxer da mal einsteigt, der sich richtig gut auskennt, vielleicht viel jünger ist als du. Ja, wir haben, also ich kann dir bis morgen früh Storys erzählen. Ist also, ist mir klar. Da kommen Russen hoch, dann zum Beispiel in Berlin waren wir im Deutsch-Französischen Volksfest, nennt sich das. Ja. Da ist ganz groß RTL oder so ein Kamerateam gekommen und ich habe immer mit Maske geboxt. Ich war immer der Böse, weißt du? Mhm. Ich habe immer so eine Maske aufgehabt, teilweise, weil ich ja früher durch meine Haftzeit und durch meine Boxzeit, ich habe ja auch immer aktiv geboxt, früher mal als Junge und so, oder Knastboxen gelernt, ne? Mit gute Trainer, zum Beispiel der Dieter Kottisch, Olympiasieger, der hat uns trainiert im Gefängnis, ne? Der war unser Boxtrainer. Und da ist wirklich hart und da gehst du durch eine harte Schule. Das kannst du vergleichen ungefähr mit Katerbomben in Amerika und so, ne? Und jetzt im Knast hast du kein Alkohol. Gut, du kommst an Drogen dran, wenn du willst, aber ich bin kein Drogenfreak oder so, habe nie Drogen genommen. Und ich habe immer auf meinen Körper geachtet. Das heißt, du bist im Knast optimal trainiert worden dafür? Ja, sicher. Und du bist ausgeschlafen, du abends um 5 geht der Riegel zu und sagst, ob Sommer oder Winter, gute Nacht. Und morgens um 7 geht's wieder auf. Ne? Jetzt habe ich gerade natürlich nicht alles so schnell berechnet. Ja, Frage. Wann bist du, oder wie lange bist du jetzt aus dem Knast wieder raus? Ja, jetzt zuletzt habe ich meine, also ich bin jetzt ganz zahm geworden, ne? Also ich bin jetzt, zuletzt habe ich meine Bewährung abgemacht und bin dieses Jahr, im März, bin ich entlassen worden. Ach so. Aus dem offenen Vollzug, ne? Da war ich zuletzt, habe ich 2 Jahre Bewährung gehabt und die habe ich dann abgemacht. Aber davor hast du immer und immer wieder auch schon als Boxer gearbeitet auf dem Jahrmarkt. Ja, immer die Zeit zwischendurch. Ja. Ne? Also bin immer mitgefahren, ne? Ja. Wo bist du im Moment zu bestaunen? Bist du? Jetzt zurzeit bin ich, ist jetzt mal Ruhe. Ja. Ne? Und wir gehen dann wahrscheinlich jetzt nach Hamburg wieder auf den Winterdom, ne? Der fängt auf den Winterdom, ja. Der fängt ja dann im Nun bist du, habe ich gerade gesagt, 53. Wann fängt der an, der Winterdom? Am 5. November bis 6. Dezember. Du habe ich gerade gesagt, du bist 53 Jahre alt. Wie lange kann man das noch machen? Du, das ist ja, da steht das, mein Körper ist mein Kapital. Wenn du dich fit hältst, zum Beispiel, ich bin hier in Pinneberg, ich bin jahrelang in Hamburg gewesen, ich wohne jetzt 30 Jahre in Pinneberg. Da sind Leute da, die haben noch so einen Respekt, die würden mich vielleicht umhauen, aber die haben so einen Respekt von mir. Junge, die sind 30, 25, 30 Jahre, die trauen sich gar nicht anderen weg, weil die sagen, Mensch, der ist fit. Ich bin mit 53 fit wie ein Turnschuh. Nun kann ich ja verstehen, dass du sagst, im Knast habe ich viel für meinen Körper getan, ich habe nicht gesoffen, keine Drogen genommen. Ja. Wie hältst du denn jetzt deinen Körper fit? Nur durch die Arbeit oder machst du nebenher auch noch andere Sachen? Na du, ich trinke zum Beispiel keinen Tropfen Alkohol. Kein Alkohol. Wie ernährst du dich? Hä? Wie ernährst du dich? Ja, ich ganz normal. Also ich esse normal. Ich esse auch zum Beispiel, wenn ich abends nach Feierabend, ne, wenn ich da noch die Kraft habe, zu der Kneipe zu gehen. Ich erzähle das gleich mal. Wenn du 16 Vorstellungen hast, dann gehst du auf der Seite. Die Fußsohlen kannst du nicht mehr auf dem Boden aufsetzen. Glaube ich. Ja, dann gehst du seitwärts in die Gaststätte, bestellst den Schnitzel und dann esse ich ganz normal Schnitzel. Und, also Schnitzel und Currywurst und sowas ist durchaus drin mal. Ja, ja. Aber wenig Süßigkeiten, ne? Und ich habe also mit... Ich habe immer 85, 87 Kilo gehabt, jetzt habe ich 100. Ne? Bin also ganz schön der Brocken, Schwergewicht, 1,80 groß. Also das heißt, dass du vorhast, mindestens die nächsten 10 Jahre das noch zu machen? Nein. Gottes Willen, das schaffe ich nicht. Da wäre ich 64. Also dann gut, ich bin vielleicht noch dabei mit Ringrichter machen oder... Wie lange willst du noch boxen, Hannes? Du, ich schätze mal, dass ich die letzten 4, 5 Jahre noch machen tue. Also, und wenn ich in Hamburg bin... Kannst du mich besuchen. Und ich werde wahrscheinlich in Hamburg sein, irgendwie in der... Wie lange geht der Dom? 4 Wochen. 4 Wochen. Ja, dann komme ich vorbei und gucke dich an und melde mich bei dir. Abgemacht? Das darfst du machen. Also, du bist auf freier Eintritt, kannst du gucken, mach eine wunderbare Show. Aber ich werde nicht boxen gegen dich, okay? Nein, das braucht das. Ach, da werde ich wohl nur wenig Chancen haben, glaube ich. Ja, du, weißt du, ich habe immer eine Zeit lang auf Böse gearbeitet. Ja. Dann habe ich mit Blut gearbeitet. Ich habe also zum Beispiel im Schlachthof Blut geholt, Schweineblut, habe die in Präservative ohne Geschmack abgefüllt, abgeschnitten ins Gefrierfach rein. Mhm. Und vor meinem Kampf, wenn die dann, also mein Partner sich gemeldet hat, weil keiner für mich da war,
dann habe ich die Lümmeltüte im Mund genommen und habe sie aufweichen lassen. Eine zweite Runde habe ich dann draufgebissen. Und hast du dann das Blut, weil die Leute sind ja nicht blöde, die langen dann rein und das war dann schon warm und sagen sie, das ist tatsächlich Blut mit Tabletten oder so. Farbe kannst du nicht arbeiten, ne? Also, ich werde kommen und dich sehen und wir werden uns nochmal privat ein bisschen unterhalten, okay? Aber ich sag dir, also ich finde dich erstmal gut, also die Sendung auch gut und so. Danke. Ne? Und ich zieh dich öfters. Also ich würde jedem Jungen, ne, oder auch Ältere, ne, Körper, wenn der Körper gut ist, ne, also du musst fit sein, ne? Zum Beispiel, wenn ich heute eine Treppe hochgehe und kein Fahrstuhl ausfällt oder irgendwas, geht die Treppe hoch, neben mir geht ein 24-Jähriger, der schnauft wie ein alter Opa, ich laufe an ihm vorbei. So muss das sein. Ne? Und, Hannes! Das muss klappen, ne? Und ich kann dir nur sagen, halt auf, du siehst auch noch gut aus. Ich schätze mal auf, du bist auch 50 oder fast schon. so weit noch nicht, ne. Naja, aber du siehst immer gut aus, ne? Und da, gut, du bist ein Moderator oder so, aber trotzdem hältst viel äußerlich. Ja. Ich auch. Ich muss wirklich, wenn ich so einen Job mache, das ist ein knüppelharter Job. Das glaube ich. Also, da muss ich auf den Körper achten. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist. Ja, ich. Und ich freue mich, dich irgendwann kennenzulernen, Hannes. Das machst du, wirst du sehen, ich bin voll tätowiert. Ich werde dich schon finden. Bis dahin. Alles klar. Tschüss. Ja, tschüss, schönen Abend noch. Ne? Ja. Tschüssi, tschüss. Jan-Peter, 36 Jahre alt. Hallo. Ja, ich grüße dich, Domian. Hallo, Jan-Peter. Ja, im Gegensatz zu meinem Vorredner habe ich genau ein ganz entgegengesetztes Problem, aus dem ich versuche, mit meinem Körper Kapital zu machen. Nämlich? Ich bin nämlich mit 36 Jahren Parkinson-Patient. Mhm. Was an sich sehr ungewöhnlich ist, aber was an sich auch immer häufiger wird. Also 36 Jahre schon. Ja, ich bin seit 10 Jahren auch schon erkrankt. Mhm. Das heißt, mit 26 Jahren ist die Erkrankung bei mir zum Vorschein gekommen. Mhm. Ja, und ich versuche nun insofern aus meinem Körper, der ja durch die Krankheit gekennzeichnet ist, also dieses Zittern und diese Gangart sieht man natürlich von außen, versuche ich natürlich auch irgendwie ein bisschen Kapital zu machen, indem ich mit Pharmaunternehmen zusammenarbeite, deren Tabletten ich also auch ganz fleißig futtere und versuche sozusagen den Patienten und den Ärzten mal vorzustellen, wie das ist, Parkinson zu haben. Ich bin auch selber Arzt, habe als Zahnarzt praktiziert, was natürlich nicht sonderlich lange gut ging. Lass mich nochmal fragen, ich habe das gerade gar nicht richtig verstanden. Bist du so eine Art Versuchskaninchen für die? Nein, das sind alles erprobte Medikamente, die bei mir eigentlich sehr gut wirken. Und vor allen Dingen, da ich durch meinen Wissensstand sehr gut vermitteln kann, was die Vorteile und die Nachteile dieser medikamentösen Therapie sind, habe ich eigentlich es mittlerweile ein bisschen geschafft, aus diesem Handicap ein bisschen Kapital zu machen. Das heißt, du nimmst die Medikamente ein und schreibst Berichte darüber oder hältst Vorträge vor Fachkreisen gar? Vor Fachkreisen und aber auch vor Patienten und deren Angehörigen. Ah ja. Und weil du eben selbst Arzt bist, diesen Hintergrund hast, du kannst es gut einordnen und kannst es auch richtig erklären und vermitteln. Genau. Ich habe auch jetzt mittlerweile selber, bin ich an einem Buch dran, was ich schreibe, wo ich eigentlich versuche, die ganzen Erfahrungen, auch die Reaktion der Umwelt auf diesen Körper, der im Grunde genommen mit 36 Jahren alles andere als diese Alterserkrankung haben sollte, die Reaktion der Umwelt einfach mal dazu mit definieren. Ist das nicht auch ein interessanter Aspekt, dass du dir selbst damit so psychisch eine Unterstützung gibst, dass du es besser verarbeiten kannst, durch diese Art und Weise damit umzugehen? Ja und nein. Also prinzipiell geht die Sache gut. Das heißt, ich kann mir eine positive Unterstützung dadurch geben. Mhm. Aber das Coming Out, sage ich mal, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und einfach auch mal das zu machen, sich vorzustellen als Parkinson-Patient, hat sehr lange gedauert. Also mindestens 3-4 Jahre habe ich gebraucht, um diese Kraft zu entwickeln. Und jetzt kommt richtig damit Kohle auch rüber. Na, richtig nicht, aber ich denke mal, ich baue es langsam auf und mit diesem Buch, was ich jetzt versuche zu schreiben und den ganzen Vorträgen, es kommt ein bisschen was zusammen. Das war jetzt ein bisschen kurz, aber dennoch sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben, Jan-Peter. Die Sendung ist zu Ende. Ich wünsche alles Gute. Danke. Und viel Erfolg auch mit deinen ganzen Aktionen. Danke dir. Auf Wiedersehen. Okay, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live. Im Fernsehen können wir uns wieder sehen, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und wieder hören können wir uns eben morgen hier im Radio bei 1 Live wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen oder bis Montag. Bye, bye.